Die haben mehr Leben als die Typen auf dem Boot. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal behaupten. Sind hier noch weitere? Ja, da hinten. Ach ja, übrigens. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich kann werfen. Ja. Ja, das war's mit dem Kerl. Ich habe gerade mein böses Lachen ausgepackt. Ihr wisst ja, ich bin in Wahrheit der böse Magier Marconius. Der böse Magier Marconius. Und manche nennen mich auch Cornelius. Und ich bin böse, ja. Das ist mein Hobby, das ist aber auch mein Job. Und ich finde es cool, in meiner Anstellung als Superschurke praktisch einen Ort gefunden zu haben, wo ich beides unter einen Hut bringen kann. Das ist richtig toll. So, wir haben einen Riesenpimmel in der Hand und sind auf der Suche nach einem Ort, wo wir ihn befestigen können. Da einfach. Nun, Lara, das hast du vortrefflich getan. So finde sie ein weiteres Teil. Ein weiteres Teil wartet auf meine Ankunft. War es vielleicht gar nicht so klug, das da zu entfernen? Ich glaube langsam auch, dass das ein Fehler war. Weil... Ah, Moment. Ich weiß, wo du reinkommst. Riesenpimmel, komm wieder da raus. Kann ich das nicht mehr entfernen? Man wird ja wohl den Riesenpimmel aus einer Säule ziehen können. So. Da rein. Und nun lass mich dich bespringen. Denn... Bitte, ich bin runtergefallen. So glitschig. So. Auf an die Säule. Ich verschreibe mich dauernd, wenn ich Thumbnail schreibe und dann steht da Tumbanil normalerweise. Und mittlerweile nenne ich sie schon einfach nur Tumbanils. Ich habe keine Ahnung, warum ich es jetzt für wichtig hielt, das zu sagen, aber irgendwie, manche Dinge müssen ja auch mal gesagt werden. Lara wiederum fand meine Geschichte todlangweilig und ist nun selbst unter eben solche gegangen. Zieh raus. Und ich glaube hier rein, genau. Nee, doch nicht. Da rein. Du sollst einfach stehen bleiben, Mann. Die Frau ist so aktiv, ja? Ich kann nicht stehen bleiben. Ich habe Würmer im Hintern. Und sie singen. Arche, Julia. Julia. Arche. Also, ich meinte eigentlich... Egal. Es gab einmal ein Mädchen namens Julia. Und sie besaß eine Arche. Sie sammelte dort... zwei Exemplare jeder Parfümsorte, die es gab. Ein männliches und ein weibliches. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwo hin. Ja. Ich dachte, es ist ein Fahrlevel. Lasst mich doch fahren. Du solltest doch nicht zur Seite abspringen. Ich hab doch hochgedrückt. Bist du behindert? Ich hab hochgedrückt. Zieh das Schwert aus dem Stein, du Schwein. So, das... Ja, die beiden bringen nicht wirklich was. Ich bin gerade überfragt, weil ich weiß weder, wo ich hin soll, noch sehe ich eine Möglichkeit, noch weiß ich, warum überhaupt diese beiden Kletterwände dort sind, weil wohin soll man denn da klettern? Da ist ja nichts. Öffne mal das PDA. Sonarkarte. Ja, hier werden ja auch keine Dinge zum Klettern angezeigt.
Ich habe nach oben gedrückt. Vor allem die Sache ist halt, ich denke auch, ich habe da oben was gesehen, wo man vielleicht dran könnte. Aber wenn ich nach oben drücke, springt sie zur Seite. So, Lara. Dahin. Und jetzt. Ich drücke jetzt nur W. Ich drücke nur W. Was genau ist das? Ich dachte eigentlich, man kann selbst steuern, in welche Richtung man springt. Ist ja wohl meine Entscheidung. Na. Na. Okay, rausziehen. Wie oft wollen wir es hier eigentlich? Mir hat dieser Abschnitt des Levels gefällt mir so gut, dass ich ihn unbedingt 10 Millionen Mal wiederholen möchte. Seite. Hinter dich. Ist. Nicht jetzt! Oh. Und sie macht es schon wieder. So, keine dieser Säulen ist gerade. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich an eine der Säulen soll. Ah, ich soll nach hinten abspringen, wenn ich auf dem zweiten Kletterteil bin. Okay. Das hätte ich vermutlich schneller herausgefunden, wenn man irgendwie nach hinten gucken könnte, während man auf so einem Teil klettert. Aber na gut. Das Dumme ist, ich kann gar nicht nach hinten springen. Denn wenn ich erst drücke, geht sie ja in die Richtung. Das heißt, ich muss... Kameramann, was genau? Ah, ich muss einfach nur unendlich lang warten und der Kameramann dreht die Kamera dann von selbst auf mein nächstes Ziel. Nee, ich lass den jetzt mal machen. Mich würde ja wundern, zu welchem Ergebnis er kommt. Er mag es ja anscheinend, die Kamera zu drehen. Das sieht gerade aus wie so eine Tech-Demo. Also Kameramann, was willst du mir gerade zeigen? Ich glaube, ich spiele weiter. Also, hoffen wir einfach mal, dass sie jetzt nach hinten abspringt. Sie tut es. Okay. Damit sind wir der Sache schon einen ganzen Schritt näher gekommen. Lasset mich dieses Seil bespringen. So. Ich muss... Okay, jetzt ist wieder das lange Rätselraten, in welche Richtung sie runterfallen wird. Guck mal, ich drücke A. Nee, Quatsch. Doch, A. Das ist nach links. Lass fallen. Sie fällt jetzt nach links, ja? Ich mache genau dasselbe wie eben. Ich drücke auch A. Sie fällt schon wieder nach links. Ich drücke nochmal A. Sag mal, willst du mich verarschen? Da, das passiert, wenn man macht, was man machen soll. Es tut mir leid, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah, Gott. Aber das wird jetzt deshalb auch, da seht ihr mal, wie viel besser ich bin als eben. Denn das wird jetzt nur wenige Sekunden dauern, diesen Stand zu wiederholen, ihn praktisch wiederherzustellen. Ja, Lara, spring ein bisschen nach da oben, das macht dir besonders viel Spaß und jetzt mach schon. Memo an mich selbst, in Zukunft während dem Reden atmen. Ich habe gerade nach Luft gerungen. Das sollte nicht so sein. Es gibt Hobbys, bei denen muss man nach Luft ringen. Keine Ahnung, wenn man jetzt Fußball spielt oder Langlauf oder sowas. Aber beim Let's Playen sollte es nicht so sein, dass man nach Luft ringt. Ja, sie tut wieder das, was sie soll. Das ist unerhört. Nein, es ist einfach nur so unnormal. Das tut sie sonst nie. Vorführeffekt. Lol.
So. Dann wollen wir mal. Und es ist ein Secret. Ja, ich vermute mal, wir sollen jetzt auf den Stangen hier ein bisschen Akrobatik betreiben. Denn nichts anderes können wir. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Hä? Ich hätte eigentlich gedacht, dass man da hoch können muss, weil er auf was draufsteht. Und dann kann ich ja auch... Wenn man da hoch könnte, könnte ich ja auch von hier aus hoch. Okay. Das heißt, diese Theorie ist schon mal widerlegt, zu Genüge. Aber warum würdet ihr denn dann eine Säule da hoch... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich werde mal versuchen, davon abzuspringen. Ich verstehe. Okay, springen wir auf die Säule, holen das kleine Secret und verschwinden auch sofort wieder. Ich ziehe jetzt den Boden zu mir. Doch, Lara. Doch, das wirst du tun. Warum nicht? Gibt es dafür besondere Gründe? Na gut, dann nicht. Ich muss sagen, mir gefällt das No besser als dieses Kopfschütteln. Aber Lara ist halt in letzter Zeit stumm geworden. Sie will nun als Schauspielerin in Stummfilmen. Ja, denn die Schauspieler in Stummfilmen sind alle stumm. Dass es damals Stummfilme gab, hatte keine technischen Gründe. Die haben halt immer Schauspieler eingestellt, die stumm waren. Und irgendwann kam jemand auf die Idee, wir könnten ja mal Leute einstellen, die reden können. Und das war dann der große Hit. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, Mann. Sie ist stumm, jetzt kann sie einen Stummfilm. Ja, die suchen händeringend nach stummen Schauspielern. Das kann auch so sein, aber... ich vermute es ja eher nicht. Ich weiß auch nicht, was ich mir davon erhofft habe. Aber es sah cool aus. Lara macht mal wieder einen auf Spiedermann. Kuh. Verstehe überhaupt nicht. Soll ich jetzt vielleicht... Okay. Nee, nicht da. Nicht, du machst doch alles kaputt, Lara. Alles wieder kaputt gemacht. Böse Lara. Menno. Also irgendwie habe ich ja das Gefühl, wir stecken fest. Ziehen bringt auch nichts. Was ich halt gedacht hätte, wäre gewesen, dass ich jetzt gegen die Säule springe und dann mich an die Säule hochziehe und dann da drauf stehe. Nur die Hauptfrage ist so eigentlich, was will ich denn auf der Säule? Da ist ja auch gar nichts. Aber was will ich denn dann hier oben? Da ist ja auch nichts. Was will ich überhaupt hier im Teil des Levels? Das ist ja überhaupt nicht. Ach so, ja gut, dann gehe ich wieder. Nein, ich meine, was? Ja, da löst sie sich automatisch von. Das hier? Ach so, ich komme da durch. Ja, und dann bin ich wieder draußen. Soll ich jetzt zurück zum Motorrad? Sag mal, was ist eigentlich überhaupt meine Aufgabe? Warum bin ich hier?
Das Versteck von Thors Gürtel in Mittelamerika ist auf Odins Karte exakt eingezeichnet. Und nachdem ich ihn ohnehin brauche, um Thors Hammer benutzen zu können, fliege ich jetzt erstmal nach Mittelamerika, während Sip die genaue Position von Thors Hammer ermittelt. Sip versteht... Ja, das war doch... Okay. Ich suche also Thors Gürtel. Aber wie soll denn das ablaufen? Liegt der irgendwo so hier random rum? Weil alles, was ich sehe, ist, dass ich dauernd in so halb unfertige Klettereinlagen geschickt werde, die mich zu nichts führen, nur zu einem Ausweg wieder raus. Da war am Anfang dieses Rätsel, wo ich das erstmal angehalten hatte, wo überhaupt nichts war, einfach. Und jetzt sind wir hier in einer weiteren Ruine, wo nichts ist. Ja, und jetzt... Ja. Ich schau mal nach, ob wir überhaupt bei der richtigen Ruine sind und wir sehen uns gleich wieder.